natürlich, wir kommen also immer natürlich vor allen anderen morgens, weil wir auch das ganze Museum erstmal morgens wieder begutachten und gucken, wie es den Objekten geht, an die Objekte selber auch reinigen und pflegen, weil das kann ja keiner außer uns machen. Und im Grunde genommen ist es eigentlich sehr schön, weil man mit jeder Ausstellung auch lebt. Das ist jetzt der Ausgangsbericht aus Zürich, also der dokumentierte Zustand, als das Werk Zürich verlassen hat. Es gibt hier dann einfach kleine Farbflecken oder Krakelee, also Malschichtbrüche an den Kanten. Oder dass der Keilrahmen sich abzeichnet hier oder wirklich Fotos von Details. Also hier hat man zum Beispiel so ein Detail von einem Krakelee. Und wir dokumentieren jetzt den Eingang, den Zustand beim Eingang. Es sieht alles ganz stabil aus und ist in sehr gutem Zustand. Voilà. Dann nimmst du da in die Ecke. Okay. In die Ecke. Selbe Höhe. Es sollte ein bisschen wie die Hüter des Materials. Also sie sind auch nicht immer beliebt in Sitzungen oder wenn Projekte besprochen werden, sind wir natürlich oft auch die Verhinderer. Oder die sagen, nein, das darf nicht in den Raum, weil der ist nicht perfekt klimatisiert. Oder dieses Objekt darf nur bei 50 Lux ausgestellt werden. Und also so ein bisschen sind wir schon als Bedenkenträger verschrieben. Dann gibt es ja wirklich auch verschiedene Ausstellungssituationen. Also wir haben diese große Garteninstallation von Dieter Roth, die ja tatsächlich immer zu sich verändert. Also da sind Pflanzen drauf, die müssen gegossen werden. Dann gibt es für die Besucher die Möglichkeit, sich an den Tisch zu setzen und zu zeichnen. Diese Zeichnungen müssen archiviert werden. Also das ist so zum Beispiel eine Arbeit, die sieht jeden Tag anders aus, wenn man morgens kommt. Es ist ja manchmal auch eine bisschen widersprüchliche Situation. Also wenn man an die Arbeiten von Dieter Roth denkt, die eigentlich für den Verfall gemacht werden, aber in einem Museum ausgestellt werden. Und natürlich bemühen wir uns darum, diesen Verfall aufzuhalten. Also die Frage ist manchmal, ob das wirklich im Sinne der Kunstwerkidee stattfindet. Aber eigentlich sehe ich uns als Bewahrer und Beschützer der Werke an.